Dieses Video ist ein Re-Upload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Patienten, und willkommen zurück zu... Wir gehen jetzt wieder zurück zum alten Gebäude. Vorher gibt es für uns nichts mehr zu tun. Wir müssen nämlich jetzt in den Keller des alten Hauses. Vielleicht finden wir von diesem Haus ja auch noch eine Map, sodass wir wenigstens eine grobe Übersicht haben, wo was ist. Wäre jedenfalls irgendwie nützlich. Irgendwie in irgendeiner Weise schon, oder? Gehen wir einfach nochmal hier durch. Ne, hier durch war falsch, oder? War das der Raum? Genau, das war der Raum, wo die sich nicht beruhigen wollten. Die Insekten. Obwohl ich das Ding bereits kaputt gemacht habe. Was ich ziemlich komisch finde. Hier müssten wir lang, denn hier haben wir die Insekten beim letzten Mal schon ausgemerzt. Warum heißt das eigentlich ausgemerzt? Ich dachte gerade, ich hätte das Klackern von so einer komischen Kopfwackelpuppe gehört. Dem war wohl nicht so. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier durchzukrabbeln. Man hört überall einfach nur diese Insekten. Hui. Das ist aber dunkel. Ethan? Ethan? Mia? Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum! Tu etwas! Ethan, Hilfe! Verdammt! Okay, unser nächster Gegner ist also Lucas. Ist das das Spinnenstatuen-Ding? Jo. Ist wohl so. Hier ist auch noch was. Noch eine antike Münze. Haben wir jetzt wieder genug Münzen, um uns irgendwas leisten zu können? Aber ich verstehe nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Ich meine, zu dem Bereich, wo diese Spinne hinkommt, können wir ja gar nicht. Und hier durch können wir auch nicht, ne? Die Spinne brauchten wir doch... Also, ich rekonstruiere gerade nochmal, wo das gewesen sein müsste. Es speichert gerade, okay. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ach, dieser Stuhl! Mach doch nicht so einen Lärmstuhl! Der Stuhl klang so ein bisschen... Bleib draußen! Verdammt! Okay. Wir können jetzt nicht mehr... Läuft jetzt hier auch rum. Hier ist jetzt ein Nest. Können wir hier jetzt bitte wieder raus? Hier sind jetzt auch überall diese Fliegen. Sind das Spinnen? Das sind Spinnen.
Ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen. Wo soll ich denn jetzt lang? Hier sind überall Viecher. Da ist Margaret. Die ist da. Ich kann also nur noch da lang, wo die Viecher sind. Margaret ist da hinten. Wo ist dieses Viech? Ich hab nur noch dieses bisschen Munition. Da drüben kann ich nicht durch, weil Margaret da irgendwelche Spinnen hingepflanzt hat. Da kann ich nicht durch, weil da so eine Horde von Fliegen ist. Ich brauche unbedingt Munition. Okay, komme ich hier irgendwie noch anders wieder raus? Gott, das ist gerade richtig... Ich bin gerade in so einer richtig verzweifelten Situation einfach. Kann ich hier vielleicht durchrennen, ohne zu sterben? Kannst du bitte das Messer wieder nehmen und nicht irgendwelche Schüsse verschwenden? Danke, Ethan. Schön, dass die auch einfach so durch die Tür geflogen kam. Raus, raus, raus. Gott. Was soll ich denn bitte machen? Da ist nichts mehr drin, ne? Nee. Ich habe nur noch diese paar Schuss. Kann ich hier durchgucken? Schießpulver. Ich habe aber keine flüssige Chemikalie. Ich habe genug Schießpulver. Nee, habe ich auch nicht, aber... Ich sehe Margaret. Kann die bitte einfach weggehen? Treffe ich das Herz so überhaupt? Nein, und ich habe jetzt nur noch 4 Schuss. Mir bleibt nichts anderes als zu rennen. Okay. Flüssige Chemikalie. Pistolenmunition, nicht genug Platz. Ja, super. Erstmal verstecken. Mir ein bisschen Pistolenmunition craften. Jetzt kann ich mir hier auch die Pistolenmunition nehmen. Das hier ist jetzt der Bereich, wo wir schon mit Mia waren. Ein Brennergriff, den möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht nehmen. Kann man hier drüben noch irgendwas machen? Hier ist ein Safe Room. Okay.
Und ich höre wieder so eine Puppe da. Ich glaube, die Puppen sind nur Collectibles, ne? Da ist ein Rucksack. Jetzt kann ich mehr Objekte tragen. Halleluja. Speichere ich da nochmal drauf. So. Dann kann ich ja... Habe ich hier auch wieder Möglichkeiten, was zu kaufen, oder ist das nur in dem Wohnwagen der Fall? Das geht, glaube ich, nur in dem Wohnwagen. Okay. Ich habe 26 Schuss mittlerweile wieder. Das ist gut. Hab 2 Schuss noch in der Pistole drin. Also insgesamt 28. Eine Brenndüse. Ich lege erstmal diese Brenndüse ab. Da hinten habe ich noch was anderes gesehen. Ein Brennergriff. Ist vielleicht auch ganz nützlich, um diesen Flammenwerfer zu machen, mit dem man vielleicht diese Insektennester einfach besser los wird. Ich glaube, das ist das Beste, was man gegen Insekten tun kann, oder? Sie auszubrennen. Also packe ich diese, diesen Brennergriff auch mal da rein. Und wir haben noch die Steinstatue. Das heißt, wir können hier wieder schleichen. Vielleicht ist ja Margaret gerade hier und läuft da durch. Nee, gerade nicht. Dann können wir ja hier vielleicht diese Steinstatue benutzen. Und damit kommen wir halt wieder zum Haupthaus. Und können uns da dann auch was kaufen mit unseren tollen Sachen. So. Ich habe keine Medizin mehr. Überhaupt keine. Das ist natürlich ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Flüssige Chemikalie habe ich sogar. Oder was? Nee, ist alles ausgegraut. Das ist wirklich ein Problem. Ich hoffe, ich finde noch mal was. So chemikalienmäßig. Mist! Dieser Bereich hier ist echt eklig. Ah, scheiße! Ich hoffe, diese Viecher können mir nicht wehtun, denn ich habe wenig Leben und keine Heilung mehr. Jetzt bin ich hier, okay. Gibt's hier irgendwas, was ich als Ethan gebrauchen kann? Nochmal Festbrennstoff. Kraut brauche ich nicht, ich brauche Chemikalie. Hier geht's nach oben. Dafür brauchen wir aber scheinbar den Vogelschlüssel. Ist wirklich so, jeder Schlüssel öffnet 2 Türen. Da geht's nach unten. Da lang sind wir ja dann mit Mia geflohen. Ich hab was gehört. Das gefällt mir gar nicht. Aber da geht's auch um die Ecke. Bitte lass dich öffnen. Flüssige Chemikalie. Ich mach mir jetzt erstmal
Medizin und heil mich. Aber da stand ein Zettel neben. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar, wo sie die Insekten verehrt oder was? Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armseliges, verwöhntes Kind? Ich wünschte, du wärest nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns. Versuchst du, dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, armselig. Wenn du meinen Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Okay. Zuhause. Allem wir dich armselig. Ich glaube, diese großgeschriebenen Buchstaben haben irgendwas zu bedeuten. Das N und IE. Also ne. ST ist schon mal Nest. IH. A. SG. Neste. Hasge. Das macht aber keinen Sinn. Aber mit H. Hier, herabschauend. Wenn man das sieht, dann Rabe kann man da auch draus lesen, ne? Rabschlüssel. Hm. Seltsam, seltsam. Ich gehe dann jetzt nochmal hier runter, wo wir ja schon mal mit Mia waren. Das führt ja scheinbar auch irgendwo hin. Und ich hoffe, hier finde ich dann auch nochmal was Nützliches. Da ist auf jeden Fall was zum Kaputtmachen. Psychotonikum war jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte zu finden. Da ist noch eine Wackelpuppe. Da ist eine flüssige Chemikalie. Dann... Ich weiß nicht, ob wir irgendwann auch mal Brennstoff benötigen. Mach das einfach mal, dann haben wir schon mal 100 davon für später. Ich will nämlich nicht jetzt meine ganzen Chemikalien verbrauchen. Nur damit es dann später heißt, du hättest die noch gebraucht. Diese Kurbel können wir... Ah, okay. Ich habe verstanden, wofür diese Kurbel da ist. Ich glaube, aber Margaret ist jetzt, kommt jetzt gleich hier runter. Hier ist jetzt ein Nest drüber, wie es aussieht. Margaret ist sowas von hier. Sonst wird das jetzt nicht speichern. Hier ist keine Tür. Ich gehe jetzt einfach mal nochmal zurück zum Safe Room. Wo waren das? Wo geht's hier jetzt zwischendurch? Ach, hier.
Der Bereich hier ist echt nicht schön. Ich hasse Kriechviecher. Also wenn ich Ethan wäre, dann hätte ich mir schon längst mit der Pistole, die ich gefunden habe, einen Kopfschuss verpasst. Dann hätte ich diesen ganzen Kack hier wenigstens nicht mehr ertragen müssen. So. Dann gehe ich mal nochmal hierhin zurück. Speichere auch nochmal. Dann lege ich mal hier den Brennkraftstoff an die Seite. So, ich glaube, ich mache jetzt auch längere Parts an sich. Ich mache zwischendurch die Aufnahme einfach mal pausieren, ne? Mache ich einfach mal. Dann müsste das doch auch klappen. Einmal gerade durchladen. Nur für den Fall. Wir wollen ja keine unangenehme Begegnung mit Maggie haben. Hier im Schrank habe ich auch noch nicht geguckt. Was ist das? Nein, du sollst den Schrank nicht wieder zumachen, du sollst da reingucken. Ach, hier ist einfach nichts drin. Können wir denn wieder zurück, ohne dass wir jetzt zerstört werden? Können wir mittlerweile uns so einen Brenner herstellen? Scheint nicht so, dass wir das könnten. Ich versuche jetzt einfach mal durchzusprinten. Nach draußen. Also gerade durch eigentlich. Ah, nervige Viecher einfach. Was, wieso verwandelt die sich denn in Insekten? Okay, das klappt so nicht. Wieso? Ey, nenn mich nicht Schwanzlutscher. Erste Hilfe als Nein, okay. Was ist denn hier? Brennkraftstoff, okay. Noch eine antike Münze, okay. Und hier ist eine Kiste. Krähenschlüssel. Das eröffnet uns neue Möglichkeiten. Wir haben allerdings keine Heilung mehr, ne? Nope. Haben wir nicht. Dann müsste ich hier gerade noch einmal durchsprinten. Ich geh doch raus. Alter, beruhig dich mal. Gut, dann haben wir jetzt den Krähenschlüssel. Das können wir schon mal speichern. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt noch rein. Da können wir auch nichts anderes machen, als da immer durchzusprinten eigentlich. Jetzt müssen wir hier wieder durch die Ekelwand.
Ich wette, jetzt ist Margaret gleich auf der anderen Seite. Hallo Würmer. Hallo. Ich will euch gar nichts tun, also lasst mich bitte auch einfach in Ruhe. Warum gibt's hier überhaupt dieses alte Haus, wenn sie doch scheinbar ein neues haben? Dann schleiche ich mich jetzt hier mal so um die Ecke und hoffe, dass mir nichts Böses widerfährt. Okay. Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein! Okay. Nein, 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 nein! Okay, du kleiner Schwanzlutscher. Jetzt wird's richtig ernst. Du denkst, du kannst einfach reintrampeln und dich an meine Familie vergreifen? Du wirst okay. In diesem Dach sterben und es wird dir gefallen. Es wird mir gefallen. Glaubst du das echt? Was hast du davon, die Nase in Orte zu stecken, an denen du dich verloren hast? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich hab keine Heilung mehr. Ich sterb jetzt echt hier. Ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wirklich, ich hab... keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ah. Toll. Habe ich jetzt... Doch, ich habe den Krähenschlüssel. Warum habe ich denn die Kurbel dann noch? Warum habe ich die Kurbel noch? Ich möchte gerade noch mal was probieren. Und zwar möchte ich probieren, ob ich hier auf der anderen Seite von dem Ekelgang wenn ich runtergehe, die Kurbel da auch anbringen kann, dass irgendwas passiert, weil da schien ja auch irgendein Geheimgang zu sein noch. Haben wir irgendwie in der Sequenz von Zoe gesehen. Auf dem Videoband. Dieses Spiel macht irgendwie einfach so süchtig. Oder kann man hier kann man die Kurbel doch auch benutzen. Sollte ich das vielleicht mal tun? Interessant. Interessant. Das ist ja wirklich sehr interessant. So kommen wir wieder hier zum Anfang. Hier lagen doch auch die Pläne irgendwo. Für den Brenner. Vielleicht kann ich den dann ja endlich herstellen. Wenn ich mir die nochmal angucke. Sie ist oben, aber sie ist gar nicht oben. Sie ist irgendwo nebenan. Okay, hier kann man außen rum. Ist hier noch irgendwie was anderes? Wo waren die Pläne denn nochmal? Hier konnte man, glaube ich, nicht mehr durch, weil hier waren die Spinnen, oder? Hier liegen die Pläne. Für eine Art Flammenwerfer.
Warte mal, ist der Krähenschlüssel damit drin? Krähenschlüssel, wir haben den Krähenschlüssel. Warum bin ich nicht vorher darauf gekommen, wieder zurück zum Haupthaus zu gehen, wo wir den auch noch benutzen können? Wir können den doch noch benutzen. Dann gehe ich gerade noch einmal hier zum Speicherpunkt. Ich gehe gerade einmal nochmal hier hin. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Resident Evil 7. Bis dann, Leute. Ciao.